close margins like that, perhaps Bro can succeed the second time around. But T1 will, of course, have side selection in Game 3 if we get to it. So now having that disadvantage with T1 taking the red side win in Game 1. A Renekton ban to come through towards Morgan. See this a lot against Bro. Maokai gone again. Same weird blue side Aurora Rumble bans. No Ash ban. No Lilia. They voted jungle for POG in this draft. Bro have made their vote clear, and that's really the only vote that matters. And it's actually T1 to ban away Ash then. They say, well, we're not going to give you a chance to pick Ash. Not sure if they were going to, but either way, Corki first pick does remain the same. I wonder if Faker is going to go to the Yone again. I think looked a little bit uncomfortable in the game. Had some good escapes from some of the engages onto him. So they go Sejuani and Yone. There's some extra synergy there, of course. So certainly could be a strong rotation here in the draft. And maybe he has something else prepared or planned. Yeah, double jungle would be interesting. Sejuani mid, obviously, Wolf. Yeah, absorb that quirky Gatling gun. I've got a lot of resistance to shred this. I can't reach him, though. I mean, Faker could maybe play Viego mid. There was a lot of nodding, so I was getting a bit worried, really trying to grasp at straws. And thankfully, we don't have to see Viego mid. It is just going to be MF. And Guma did look very comfortable on that in game one, so it's just coming back. This time, Leona isn't banned, though. So you can just go Ezreal Leona here and feel a lot better about shutting down that MF. Or just go Poppy. So that is a very interesting pick here. We don't really associate Poppy with our East side teams as being a strong jungle pick. It's technically still a flex, but it's more players like Owner, Peanut, Canyon occasionally who pick this one up and dominate the early game with it. So a little bit surprised to see this. But I like it. It's a strong pick. It's strong into Yone as well, which will be the lock-in once again for Faker. So very similar draft here for T1, but the Sejuani does give Faker a little bit more power in the lane. And as we mentioned in game one, it still could be played by Zayas. Yeah. The Yone into Poppy and the Sejuani into Poppy. Not exactly the most comfortable, but can definitely still set up plays, and the Poppy maybe absorbs the first brunt of it, but she's not going to be able to protect the entire team the entire time. So I think the fact that LeBlanc is so strong into Yone is why we're seeing. It's not like, oh, Corki top is a thing, so we can play LeBlanc. It's just that they don't want to deal with the LeBlanc matchup, which kind of tells you this is going mid. Cannon is banned this time, and they could have banned the Leona. That's still up and available. That definitely could be what the bottom lane looks like here for OK Savings Bank. Breon, once again, Cassante is banned. And we'll see what that final ban is going to be. With the Cannon ban, I don't think he banned Sylas. But could ban Gnar. Yeah, that's fair, you know, ban, you know, if they're going to blind it. I feel like you can just pick Leona here if you'd like to deny it. Rell has been pretty strong for Karia, so they're just going to lock that one in instead. They say, go ahead, play Leona if you'd like. And of course, they will save the potential flex of Yone or just the R5 counterpick of the top lane for Zeus. Yeah, do think that's really safe bet here. Leona feels like a given here, but the Braum is also available this time around. Be quite strong into the lane. Not as great in engage, but you have a Poppy here in this draft as well. The level one is incredibly powerful. Even if there's going to be a lane swap, for example, like we saw in game one, the Braum often does excel at shutting that down or getting a huge advantage. As Jax to be hovered here for Morgan. Yeah, I mean, there have been a lot of things banned out in the top lane. So it does leave you in kind of a weird spot. There's not a safe blind pick. Yeah. Just period. No Gnar, no Cannon, no Renekton, no Cassante, Rumble, Aurora. There's no safe ranged pick into the Jax because Twisted Fate's kind of countered. I guess this is your best bet. Jace would be the only thing. Yeah, I think it's your best bet. And it feels like very weird with this comp. You don't have a lot of ways to set up for poke. So, aber dafür habe ich jetzt was Leckeres im Ofen-Chat. Der Song ist zugefallen, er war sehr lange auf Toilette und dann habe ich mir so Baguettes und so einen drin, Scheiß drin. Was ich verpasst? Sorry. Wir haben einen Jax-Pick gegen Jace Toplane. Jace, Sejuani, Yone. Das dritte Mal, dass Faker Yone spielen wird.
bin eigentlich recht happy damit gewesen gerade. Muss sagen, Faker hat schon ordentlich gegrieft, einige Ults, right? Aber die Synergie mit Sejuani ist geil. Und auch der Yone-Pick allgemein ist halt super stark an der Meta. Wenn du sowas lernen und spielen möchtest, vor allem jetzt mit Anfang Playoffs, gerade gegen Bro. Denn, ja, Yone scheint für Playoffs und für Worlds relevant zu bleiben. Ich habe das Gefühl, Riot Games will so die AD-Carries aus Midlane verbannen. Ne? Und die AD-Midlaner wie Yone und Yasuo werden wahrscheinlich bleiben. Und ja, Corki, Tristana und so werden rausfliegen. So jedenfalls fühlt sich an, so werden sie Richtung Worlds wahrscheinlich balancen. Und dass das Jahr der AD-Carries vielleicht sein Ende mal findet, so langsam wäre geil. Die Caster fanden Zeus nicht gut? Really? Aber der Sai hat doch alles gemacht, was er machen konnte in dem Game. Er wurde gedived, hat's auch played mit der Ult und so. War doch das Beste, was er machen konnte. Also, fand ich jetzt schon fein von Zeus. Klar, er ist auch gestorben bei den Dice, aber was soll er sonst machen? Er wird halt einfach angegangen und halt gegankt und dabei halt getötet. So, it happens. Fand ich jetzt echt nicht so bad von Zeus, aber weiß nicht, was die Caster genau gesehen haben. Ich war nicht da. Hallo, toll, kommt ihr zur Gamescom? Ja, ich bin bei der Gamescom safe am Start. Bin Dienstag bis Sonntag da. Am Samsung-Stand bei BASF mit NNO und ich bin auch LEC-Casten von der Gamescom aus. Freitag, Samstag ist LEC am Abend. Yes, yes, also eine Menge Action ist geplant währenddessen. Oh, es gibt auch einen Command dafür, perfekt. Alrighty, Chat. Ha, du, Set. And I think they should be able to get it done with this draft in Game 2. Well, let's see what happens as we hop into the rift for Game 2. Als Anspann? Okay, die Ladies waren 10-mal lauter als bei den Bros. Ladies waren 4 lauter. Die, ja, natürlich, natürlich, natürlich. Aber die Bros haben auch eine solide Fanbase aufgebaut, auch zu Recht. Sympathisches Team, auch wenn sie jetzt ausscheiden oder ausgeschieden sind schon. Alrighty, wir sehen wieder Top-Lane, das normale Verhältnis, ne? Dass einer hier für den Lane-Swap-Ward garantiert vorgeht. Heißt, Kerea wird für den Jace warden. So, doubling up here. Very strong pick in this meta. 3 Wards Topside, also wirklich crazy. Da einer, dann bei Rap-Buff und bei Raptoren. Also der Lane-Swap wird auf vielfache Art und Weise gescoutet, in beide Richtungen letztendlich auch. Jetzt läuft sogar Miss Fortune schon wieder Top-Lane. T1 wird also ganz unabhängig vom Plotline-Matchup schon wieder swappen, weil auch das ist seltsam. Genau wie Game 1 Lane-Swap ist auch das ja weird, weil Jace ein gutes Matchup gegen Jace hat. Meine Güte, Jace hat ein gutes Matchup gegen Jax. Also so zu swappen ist ein bisschen weird. Back to back. Aber na gut, Ezreal, Braum sind auf jeden Fall stärker als Miss Fortune, Rell im Early Game. Leider kann man deinen Cast nicht mehr auf der LoL Esports Webseite auswählen, Tolkien. Das ging noch nie bei der LTK. Du kannst meinen Cast nur auswählen bei, hattest du auswählen können bei MSI und bei LEC. Da habe ich auch einen Clean Feed, hier habe ich keinen Clean Feed, deswegen hörst du den englischen Kommentatoren. Ich bin ja einfach nur ein Co-Streamer. Bei MSI und bei LEC bin ich der offizielle deutsche Broadcast. Hier bin ich einfach nur ein Co-Streamer von vielen. Deswegen ging das noch nie. He's a top laner. What's he's not allowed to play the game. So he's a jungler now. He's you know, he's rattling the cup I was talking about before. Yes, yes. Yeah. Just one CS, please. Dein was antworten hab dich. And he will not be given that. Those win rates at the bottom, definitely just from this season. Just by Faker's 1-0 on the Yone now. Can be a bit difficult to trade into a Corki. Had to play this matchup in the first game. But it did have some weirdness in the first game as well. Jax, this goes. You know, is really strong at side laning. At level 1 in the bottom lane will offer some extra damage to that turret. Alrighty. Na, Jace ist ja auch der World Skin, den Zeus gewählt hat. Ja, der Legende hat gesagt, er ist großer Fan von Charakteren mit Blitzen. Jace und Cannon sind ja bei Lieblings-Champions, also ein Range-Top-Lane-Enjoyer. Das habe ich auch im eigenen Leibe spüren müssen. Letzte Runde hat er die Cannon-Ul zumindest klauen können. Wieso wird der Mann des Donners, der Blitze, selbst Jace auspacken? Wir haben immer noch diesen weirden Lane-Stop von T1, den ich nicht verstehe. Da muss irgendwas Neues in Scrims geguckt worden sein, dass in 2 Games in Folge einfach T1 zu 2 Top-Lane lane. Letztes Game war es so, dass dieser Wave-Crash hier von Zeus gecatcht wurde. Der ist rein TP-Peter die Wave gefahren, aber das war halt 1 gegen 1 gegen Ezreal. Jetzt war es 1 gegen 3, würde einfach gedived werden, deswegen ist TP-Peter gerade natürlich aktuell nicht rein. Aber ich verstehe nicht wirklich, warum T1 das so spielt. Heißt, Zeus kriegt all die XP, aber gar kein Gold. Ne, er darf Level 3 sein, aber nur einen einzigen Minelasteten. Guck mal, kriegt einen Farm, damit er nicht den XP behindfällt. Stellt es statt mit seinem Support halt einfach mit Jace. Dafür kann Kerea aber seine Stacks auch nicht auslösen. Was Polo fairerweise auch nicht getan hat, außer auf Turret. Und am Ende verlierst du 3 Platten Botlane und kriegst nichts. Ich verstehe nicht wieso, weil das Matchup ist Top Lane gut für uns. Und Botlane Matchup ist echt nicht so bad. Also diese Art Lane Swap verstehe ich noch gar nicht.
normalen Lane-Stop, der ist easy zu verstehen, haben wir 3000 Mal gesehen und dann wurde er in verschiedenen Variationen ausgeführt. Aber hier, was ist denn der Gain davon? Jace würde gegen Jax gewinnen. Miss Fortune und Rell wären in Landing Phase gegen Ezreal Braum zwar losing early, aber nicht losing, dass sie drei Platten verlieren würden oder gar nicht last hitten könnten. Also was ist der Vorteil? I don't know. Sieht ziemlich bad aus von T1, not gonna lie. Mag ich gar nicht. In that regard, but a lot of gold went over to Envy in that bottom lane. Three plates to the one that were taken for T1. Yeah, that's where you get the win for the side of Bro. For T1, I mean, they're the ones that started with this lane swap, so probably just didn't want to deal with the Braum early on, which can be very difficult for the Rell. Ja, die Asian Cards sind nicht ganz sicher. Die Braum-Erklärung ist die einzige, die Sinn ergibt, dass sie halt das nicht wollten. Aber Braum ist auch nicht so OP, Level 1, dass ich solo kennen kann, also shit. Huh. So, Zeus should be able to react. Moin, sollte T1 nicht um 10.30 Uhr spielen? Yep, ist aber immer eine Schedule, die davon abhängig ist, wie die Series davor geht. 10.30 Uhr wäre nur dann passiert, wenn die Series davor 2-0 gewesen wäre. Die Series davor war aber ein 2-1, deswegen hat sich das andere Game halt ein bisschen verschoben, um eine halbe Stunde, Stunde in den Dreh. Welches Team sind wir? Wir sind immer für T1, aber im Chat hat sich auch eine solide Fraktion der Broliva eingefunden. Ganz von angeführt von Dominik Mark Anime. Hier siehst du auch des öfteren Broliva Copypastas. Und finde ich auch lustig. Ich mag Bro auch, aber T1 mag ich lieber. Ist Jace eigentlich ein Midlaner oder konnte man den flexen? Jax ist schon immer ein Flexpick Top Midlane. Aber traditionell wurde er früher mehr Mitte gespielt als Toplaner. Also vor allem in Zeiten von 2014 war Jace mehr Mid als Toplaner. Aber das ist auch wieder 10 Jahre her, ne? Guma Yuzi hat Cleanse, oder den auch. Muss er nicht flashen zum Glück. Kiria Sidestep auch wundervoll Mystic Shot und Winter's Bite. Am Ende kriegen wir jetzt auch Platten Toplane, das ist schön. Wenn die Gold ausgleichen wieder, ist geil. Jace ist also relativ reich da oben und kann es auch anfangen, den Jax zu bullen. Mit mehr Mana und etwas AD wird das nur angenehmer. Ja. Der spielt echt nicht schlecht, honestly. Sehr aggressiv in diesem Matchup. Mehr aggressiv als andere Jones. Es wären auch irgendwie mehr. Er ist mehr so psychopathisch drauf als andere Jones. Andere Jones warten und chillen. Fair getradet für die ganze gesamte Zeit. Er fällt dafür aber auch einiges an Summoners Belts, beziehungsweise hat das letzte Runde verloren. Hoffe ich diese Runde nicht nochmal. Zeus mit guten Trades hier oben. Wechselt nicht mal Form, nur Movement Speed. Das hat mich geliebt, als die Koreaner rüberkamen nach Europa, haben die das immer so gespielt mit Jace. Einfach sich selbst gespeedet und dann Auto-Attacked, statt überhaupt Combo zu spielen. Gerade jemand, der gekombot und Auto-Attacked, aber einfach der Movement-Speed von der E, selbst auf Level 1, einfach E starten und Auto-Attacken. So P auf Jace. Jetzt Top-Man-Dive, schön Sejuani holt, einfach easy life. Geil gespielt von Zeus. Tollen Dive vorbereitet. Sehr stark von Owner capitalized und den Dive durchgezogen. Sehr stark von T1. Schöner Dive Top Lane, kein Counter für Morgan. Er kann sich dann nicht wirklich wehren. Wenn die Ult flashen sollte von Sejuani, wird er danach einfach von Sejuani gequeued und auch getötet. Würde sogar noch Flash verlieren, also he just dies. Dann kann Zeus vielleicht noch eine Platte nehmen und dann resetten. In Base könnte jetzt Richtung Eclipse gehen. Ich persönlich bin großer Eclipse-Fan. Ich weiß aber, dass viele Leute gerade in solchen Games wie hier mit Ezreal, Corki und auch Braum nicht wirklich reinjumpen wollen. Guck mal, wird jetzt Botlane gedacht, hat kein Cleanse mehr und kein Flash. Er sieht recht tot aus. Flash doch aber 1-1 so far. Das ist okay. Wenn wir noch die Wave collecten mit Kira, ist 1-1 fein. Toppen sind jetzt auch 4 Platten weg. Also seitdem Jace gegen Jax spielt, dominiert er das Matchup da oben. Faker ist mit der ganze Weile nicht gebased. Braucht jetzt vielleicht sogar irgendwann einen Push-Out, aber Jung mit HP Spiel gegen Corki sehen wir immer und immer wieder fein sein. Kriegt einen kleinen Push-Out von Owner. Nicht wirklich Push-Out, naja, Owner war mehr oder minder einfach da. Hat nicht wirklich die Waves noch nicht viel mitgehittet. Faker wird jetzt basen. Guck mal, ob er gecancelt wird. Währenddessen geht Jace für den Opportunity-Build-Path. Was sich auch ziemlich geil anfühlt, gerade gegen so viele Range-Champions, ist Eclipse Hinterfragung, ist wirklich keine Frage. Ich liebe Eclipse-Build und dann viel Traden als Midi-Jace. Leute unterschätzen immer, wie tanky du wirst mit der Ult-Form, mit all den Resistenzen. Alter, der war geil. Ne? Nicht nur der Kill hier, sondern auch nur noch 2 Platten oben drauf. Das geht so zügig mit Jace. Wenn seine W funktioniert auf Turret, seine Passive und wenn er die Ult-Form wechselt, dann zählt er ja als Midi-Champion. Die Midi-Champions machen mehr Damage an Platten, also kann Jace den Turm nochmal schneller belagern. Sehr, sehr nice in Turrets zu nehmen, der Charakter. Im Early wie auch im Late-Game. Wenn ich meinen Chat so sehe, kommt es mir vor, als wären wir eher ein Bro-Kanal als ein T1-Kanal. Not gonna lie.
So viel mehr Bro-Lieber als T1-Fans im Chat, ist das krank. Aber es sieht auch nicht so lustige Copypastas bei T1 wie bei Bro. Ich glaube, Chat ist da weniger für einzelne Teams, sondern mehr einfach, oh, lustiges Copypasta, da mache ich doch mit. Ich kenne Bro nicht mal. Du musst bei Bro nicht viel kennen, außer ihren Team-Tag. Sie heißen Bro, das sollte dir reichen. Auf jeden Fall sind die Bros jetzt viele Seasons in Folge in Korea 9. 10. geworden in dem Dreh. Immer wieder sehr tief unten dabei. Und das Lustige ist, ihr Jungler, der General, es gibt... Oh, warte, nein, scheiße. Die Braumschild macht aber gar nichts, actually. Guma hat so viel Damage gemacht mit der Ult trotzdem. Kriegen wir einen Kill zumindest zurück. Young Jay hat noch Flash. Guma, Zeus auch, meine ich. Mit Zeus meine ich Owner. Schade. Nein, Mann, ist Braum gestorben, ist okay, we take those, wenn noch einen oben drauf bekommen, hätten wir geil. Anyway, der ehemalige Jungler, der General, ist nach Nordamerika gewechselt und dort spielt er gerade mit Team Liquid extrem ein auf und Team Liquid ist, glaube ich, wie das beste Team in NA und stompt alle links und rechts, unter anderem mit guter Jungler-Leistung. So zumindest wurde es mir berichtet, ich habe kein einziges Game in NA dieses Jahr bisher geguckt, außer bei MSI. Aber scheinbar, auch wenn der 9 bis 10 beste Jungler zu dir wechselt rüber, bist du trotzdem cracked. Umti macht Meta in Nordamerika. Und so ist auch richtig, scheinbar. Was ist eigentlich für eine Meta? Full AD gegen Full AD? Ja, AD Champions sind meistens sehr, sehr strong aktuell. Gute Items, was auch so viele AD Carries enabled. Guma Yuse davor gesloke zu werden. Envy hat die, ich glaube, er ist tot, oder? Guma ist dead. Ja, Guma ist safe dead. Scheiße, Mann. Das ist sehr bitter und dafür hat Envy eigentlich nicht mal Braum gebraucht. Das würde ich ein Solo-Kill nennen, tatsächlich. Das sackt. Trotzdem Botlane, der Turm noch nicht tot, denn Zeus kann ihn verteidigen. Mit diesem Jace rechnest du vielleicht nicht. Der hat QE, oh bam, viel Damage. Jump noch mal hinterher, Envy hat keinen Cleanser, wird gesandt und Bob. Auch ganz wichtige Mechanik, Chat, ihr macht QE als Jace und wechselt dann auf Medi-Form, weil dann Opportunity als Medi-Champion ausgelöst wird und dementsprechend mehr Damage macht. Gut, auch von Faker hier, kriegt den zweiten Kill für Zeus gesichert. 3-0 Jace jetzt, sein Signature-Champion mit dem MVP-Skin bei der Weltmeisterschaft. Zeus jetzt 3-0 auf Jace und er ist sehr stark auf diesem Charakter. Wird Richtung Mana gehen und dann Edge of Night kaufen, noch mehr Lethality gehen. Cyril das Grudge dann auf der 4 und du bist sehr, sehr OP. Es gibt ja noch mehr Platten Botlane, also er ist wirklich gefeedet. Und diese Interaktion halt, Opportunity auf Max Range auszulösen, ist echt sexy. Und hat immer schön noch Medi vom Wechseln für mehr Bonus-Damage. Das ist richtig und wichtig. Was ein Fight. Ich hätte gedacht, Braumschild würde hier mehr machen. Aber gefühlt hat die Ulte war trotzdem komplett gebrettert von Guma Yuse. Braum ist gestorben, auch trotz seines Schilds. Young Jay beinahe auch. Am Ende muss Young Jay hier flashen, aber überlebt die Situation. Also wird der Braum ja doch noch retten können, aber das war crazy. Jetzt hier Envy mit dem Superkill auf Guma. Guma hat gar keinen Mana, Envy kommt gerade aus Base. Guma ist der einfach komplett am Trollen. Overextended und stirbt halt dafür. Simpel. Envy hat ihn auch gesolo-killt. Guma hat da nichts ready. Envy resettet ein paar seiner Spells mit Q auf Minions, ne? Du bist ganz ruhig und geduldig, musst nicht wirklich Angst haben. Lass noch den Camille nebenbei und jump dann einfach rein und... Ja. Er hat ihn mit Ortex gekillt, hat er auch. Am Ende kriegt Baum noch einen Assist, weil er ihn geschildert hat oder geweht hat. Yes. Ein geiler Turret-Defend von Zeus. Wenn ein Top-Line-Turm genommen ist, passiert sehr selten, dass Top-Line den Turm kriegen und dann runterswappen können. Hier war es der Fall. Dann hier holt er sich noch den nächsten Kill oben drauf. Also Faker ein bisschen ärgern, wenn du da reinholtest mit Jon, willst du schon den Kill haben, wenn du den Midwave dafür droppst. Aber 2-0 Jace, der zu 3-0 Jace wird, ist auch nicht schlecht. Also das mag man auf jeden Fall auch. Und Faker spielt echt geil. Also dieser Jon, super over-aggressive in manchen Situationen, aber auch mechanisch stark. Hoffentlich kann er davon weitermachen und diese Art Champion zu einem seiner Standard-Champions machen. Denn wirklich 20 Base Damage mehr auf Yon Q ist absurd strong. Also ein Spell, den du so viel spammen kannst, mit so wenig Cooldown, ist schon sehr, sehr stark. Klar, sein Ult hat dafür auch mehr Cooldown im Late Game, aber who cares? Einfach Q-Spam und du bist glücklich. Deine Ryder, danke an Kurumion. Vielen Dank für eure Subs. Liebe. Wurde Brutus da gechanged? Ja, schon vor längerer Zeit. Gibt kein Crit mehr. Dafür wieder ein Schild, sehr viel AD, Lifesteal und so. Aber kein Crit mehr. Shieldbow wiederum gibt kein Lifesteal mehr, aber dafür immer noch Crit und ein Schild. Magst du Eclipse oder Opportunity First auf Jace mehr? Ich bin Opportunity, also ich bin Eclipse-Enjoyer, aber es liegt primär daran, dass ich in Solo-Queue einfach gegen viele Midi-Champions spiele und hier würde ich, glaube ich, immer Opportunity gehen, genau wie Zeus in dem Game. Weil später spielst du auf Jace ja primär Poke und nicht wirklich All-Ins in Midi-Form. Aber in Solo-Queue kannst du sehr viel einfach mit Eclipse fistfighten, was sich gut anfühlt.
Schon wäre schon Fates. Auch Plätter mit Sejuani und Jace Combo und überlebt deswegen den Fight easily. Auch Triple Triforce Spike aktiviert bei den Bros. Jax, Corki, er ist wieder allesamt stark. Kann man Corki nochmal canceln? Schade. Daiwan Hinsel, vielen Dank für den Zeit. Willkommen. Danke dir. Ich hoffe, Bro gewinnt, weil ich es jetzt eingeschaltet habe und nicht sofort es enden sehen möchte. Also willst du gebonkt werden, sagst du? Kriegst du Balin? Zu spät, 5 Minuten, reingehauen, Homie. Kein Stress, mein Dude. Egal, wie lange du dann noch dranbleibst, der ganze Tag ist voller E-Sport. Wenn wir mit dem Best of 3 fertig sind, haben wir Best of 5 in China. Und wenn das zu Ende ist, haben wir Best of 5 in Europa. Mit G2 gegen Mad Lions. Also, es endet nie. Teleport Botlane von Faker Ninsky. Das heißt, wir haben gleich einen Fight. Man flasht nach vorne gegen Zeus, aber Zeus sidesteppt. Das gleiche Fischer. Fischer wird weggeultet und muss jetzt zurückfliegen. Das ist gar nicht so geil für ihn, wenn er jetzt von Jax gestunt werden könnte. Aber er sidesteppt ins Stun. Was für eine wilde Abfolge. Faker flasht rein. Gumayuse fängt von der Seite. Und jetzt geht Faker nach vorne. Last Hit für Zeus durch seine W ist möglich. Faker wurde nicht ganz betäubt von Braums Concussive Blows. Wilder Fight. Und am Ende geht es nochmal zu Joanne tiefer. Schöne Kombo von Zeus. Erneut mit einem Kill. 5-0 Jace. Ist ein Statement. Signature Pick mit toller Performance, es wird noch weitergejagt. Young Jay wiederum wird gestunt. Keria sollte ihn nicht mehr jagen dürfen. Das war's mit dem Play. Wir müssen noch Botnet oben drauf holen. Oder zumindest Chunken wäre der beste Call gewesen, aber so, Zeus geht scheinbar Base. T1 komplett am Recallen. 15 Minuten bereits, Bounties kommt online. Das ist das T1, das wir sehen wollen. Und guckt nochmal auf Faker, also er jumpt nach vorne mit Solan Bound, wird dann weggeholtet von Keeper's Verdict, fliegt zurück mit Solan Bound, kriegt dann viel Footback ausgelöst oder Blade, eins von beiden, und sprintet dann davon vor der Jax-E. Unfassbar Clutch Abfolge an Plays, auch Zeus hier. Toller Sidestep gegen die Braumult. Wenn das trifft, ist er wahrscheinlich tot. Faker rettet ihn noch mehr oder minder, aber dann muss sich Faker erstmal selbst retten. Und läuft dank viel Footwork raus. Das war wirklich wichtig. Dann flasht er rein. 4-Mann-W, gefolgt von der fetten Miss Fortune Ult. Am Ende kriegt Zeus alle Kills. Einen halt, weil er mit dem W-Proc passiv den Kill erhält. Und dann hier der Snipe auf Morgan, der sehr behind ist. Schön gemacht von Zeus. Starker Jace-Pick. Und der Mann scheint wieder in Topform zu sein. Der Salas-Kredit hat mir gefallen. Und auch scheinbar nicht den englischen Castern. Mir schon. Und jetzt hier der Jace, der Jace in Game 2 nach dem Silas. Not bad. Yes, yes. Jetzt Edge of Night obendrauf nach Opportunity und Mana Mune. Er ist so gefeedet. Noch Herald starten. T1, die Magie, sie kehrt zurück. Trust. Faker gewinnt das, by the way. Das ist so OP an Yone gegen Jax. Ich dachte auch immer, Jax würde Yone countern, aber ich lag falsch. Guter Yone counter Jax. Nicht andersrum. Aber gut, der Corki ist unfair. Warte, überlebt er das niemals, oder? Kriegt er den? Oh mein Gott. So close. Triumph. Rettet ihn scheinbar, aber eigentlich, ja, er spielt keinen Triumph, aber meint, er wurde gerettet vom, was auch immer, Level Up, Ultra-Resistenzen. Sehr klatsch von Faker, aber nicht ganz genug. Webplate an Bro, töten ihn. Und mal Webplate Faker, auch Plate auf jeden Fall den Counter-Strike mit seinem eh nicht schlecht. Aber was habe ich gegen Zuke gelernt? Ich habe gelernt, wenn ich Jax gegen Zuke picke, gewinne ich nicht. Wenn ich Camille picke, habe ich viel mehr Erfolg als mit Jax gegen Jax. Jax gegen Yone, guter Yone rennt einfach weg von deiner E und springt nach vorne, nach hinten und plätt dich damit einfach. So, Sidon muss ja aufpassen, das heißt, er hat erneut die Ult. Wichtig. Zeus Movement, Morra. Und jetzt Herald Reset. Nice. Nice. Und Leute, die Playoffs-Implikationen sind fantastisch. Wenn wir hier gewinnen, 98% Playoffs. Wir sind noch nicht locked. Aber die Chancen sind super. Also, wir müssten dann eigentlich automatisch locked sein, wenn wir nur ein einziges Game gewinnen gegen Kwangdong oder Fox. Ich habe es nicht komplett durchdacht, nagel mich nicht fest auf dem Statement. Aber wir spielen dann nachher gegen die beiden anderen Teams, die kurz vor Playoff sind. Aber wenn wir 9 Wins haben, sind wir halt 1 Win vor Fox und 2 Wins vor Kwangdong. Und wenn wir einen Win holen, dann Head-to-Head-Vergleich plus Game-Count, sollten wir mit einem einzigen Win, auf selbst wenn die Series verloren geht, durchkommen. Yes, yes. Was passiert, wenn Yone eht und dann Herald einsteigt und dann seine E ausläuft? Fliegt er dann zurück? Oder wie funktioniert das? Habe ich noch nie gesehen. Noch nie über nachgedacht. Yone's Man im Chat, wisst ihr, was passiert dann? Du steigst quasi ein und dann fliegt der Herald mit dir zurück oder steigst du einfach wieder aus? Kannst einfach gar nicht einsteigen mit der Yone, das wäre die langweilige Antwort. It's pretty rare for pro teams to hang around that spot 18 minutes into the game as well. So, I mean, T1 just gonna take this. Du kannst in der E nicht einsteigen. Okay, ergibt Sinn.
Ich glaube, es hat sich Faker auch gerade gefragt. Ja, ich dachte auch, Faker war gerade überlegt einzusteigen, ging nicht. Sah danach aus, deswegen habe ich mir die Frage auch gestellt. Yep, yep. Is gonna fully index into lethality now, has his transformation. Zeus basically two shots anyone with. Ja, Zeus ist sehr, sehr OP. Gebt dem Mann noch mehr Drachen. 10k Gold, erst 3,5 vor Lord Morgan. Das lieben wir. Jace auf der Reichweite ist sehr, sehr mächtig, nicht schmächtig. It's about like twice as much of the majority of the gold leads that T1 had in game one and on one player. There's still also that massive jungle CS diff. Also just the kill and the extra assist for the side of Owner. I mean, he's just basically been power farming and whenever there was an opportunity, he went for it. And other than that, he's just kind of power farming. And he's very far ahead because... Ist überhaupt noch Winne für Bro? Hoffentlich nicht, Mann. Also sie scannen sich sonderlich insane, aber auch nicht schlecht. Aber sie sollten einfach auch Range werden, wir kriegen Nash, wir geben das Game. Wir sollten nicht für Seele spielen, dann einfach gleich Nash forcen. Bisschen Jace poken lassen, das Game holen. Wir machen auch langsam, aber stetig Progress von der Zeit, dann Turrets zuerst und später nach für Objectives, was ich geil finde. Mit Gold für Objectives, nicht mit Objectives für die Gold-Turrets. Alles entspannt. Faker ist ein richtiger Psycho-Avion, Mann. Wenn er den Jungen einläutet, ist direkt Angst auf der Karte. Er ist irgendwie mit wirren Plays am Start, aber bisher funktionieren sie ganz gut. Hat Guma Cookies in den Runen? Das weiß ich nicht. Kannst du aber nachgucken, wenn du möchtest, auf Games of Legends. Kannst du es nachgucken, wenn du willst. Bam! Okay, noch eine Combo. Und er ist ein HP. Deine Joe, vielen Dank für den 8. Dank an Dave. Willkommen. Zeus 3 Items vor Minute 20, gar nicht gefeedert. Yep. Ich meine, er kauft zu zweit im Zeitgleich gerade. Deswegen ein bisschen hat er nicht ganz 3 fertig, sondern 2,5, aber... Ja, 6-0, er macht dann doch fantastisch. Faker TP rein und die Bros werden gejagt. T1 jumpt jetzt mit Kira nach vorne, Flash Shattering Strike. Und er kriegt immer ein CC gegen Morgan durch. Fakers Ultimate Envy, damit der Kill für Zeus erneut. Junge, er ist gottgleich, aber Lars hat sich auch gerade ganz schön frech. Owen holt sich auch den Kill, not bad. Können wir nashen? Der ist nämlich am Leben, sollten wir uns eigentlich holen, wenn wir durften. Die Gegner sind 3 Mann tot und 2 müssen sich zurückziehen. Die beiden Soul-Laner haben aber Teleports. Trotzdem, Nash sollte easy sein. Fate TP zog auf den Turm drauf, weil er dachte, er wird gejagt von Faker. Was er auch wurde, aber nicht so tief. Und ja, damit sollten wir Nash for free kriegen. Alle Bros sind tot. Well played. Playoffs damit fast safe. Noch nicht komplett, aber fast safe. Letztes Jahr sind wir auch 5. geworden in Regular Season. Wenn wir dieses Jahr wieder 5. werden, kein Problem. Die Geschichte wiederholt sich. But it's like 99. They're just so far ahead in terms of game score. We were a little bit concerned after the loss to Nongshim, and it wasn't just the fact that they got 2-0 by Nongshim, but it was the way in which they lost that gave people pause. But this is T1 back to business, back to strength here. Iscaria, back-to-back games with Relics, some great engages. Faker teleports into the fight. It's a max range ultimate there onto a flashless Envy. Man kann mit DE einsteigen und bleibt drin, bis du irgendwo gegenfährst und dann wirst du zurückgezogen. Raid, also du kannst einsteigen werden, DE? Das klingt ja crazy, ist ja ein halber Teleport-Play. Also du kannst mit Yone theoretisch super safe Harry chargen lassen. Du machst E, steigst ein, fährst du wohin und fliegst du immer zurück ans Ende oder was? Ist ja voll OP. Ja, hier ist fucking Dash. Okay, der TP, no joke, Zeus würde den nächsten auch noch, trust. Nevermind. Ja, durchaus auch die Form. Entweder einfach rauslaufen und dann flashen oder einfach Form gar nicht wechseln und Melee bleiben. Bitterer Umdreheffekt von Zeus. 1000 Gold Bounty für Gorky wollen wir nicht sehen. Scheiße. 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 Ich dachte, er würde weglaufen und noch maximal auf Max Range mit EQ trade und nicht auf Melee Form wechseln, aber he did. Wollte 1 für 1 tauschen, was wohl besser gewesen wäre, als einfach nur zu sterben. So ist ein Disaster. 1000 Gold Bounty und Top End Turm. T1 jetzt bitte nicht den Fnatic machen und das Game noch werfen. Das ist nämlich ein fucking Free Win. Spätestens mit dem nächsten Nash eigentlich. Aber jetzt reden wir von einem negativen Nash Powerplay wegen dieser ganzen großen Bounty-Effekte. Das ist nicht so geil. Token Eclipse ist essentiell auf Jace, damit kannst du nicht verlieren. Du, ich liebe Eclipse Jace auch, darüber haben wir wie gesagt dieses Series oder dieses Game viel geredet. Aber in dem Game spielst du halt nicht Melee Jace, du spielst Range Jace wegen Ezreal, Corki und Braum. Gegen Jax und Cop Poppy ist Eclipse auf jeden Fall um einiges geiler. Aber ja, deswegen spielst du halt nicht Melee-Form Jace. Mit Eclipse spielst du Melee-Form,
Hier solltest du immer Range spielen. Jetzt hat er gerade noch einen Auto-Deck gecancelt, sonst hätte er mindestens noch Corki töten können, aber jetzt hat er verkackt. Deswegen stirbt er ohne Kill. Bitter für ihn. Aber nicht das Ende der Welt. Er geht gleich Edge of Night. Dann die vier Items, die wir vorhin prophezeit haben. Und dann Lasa, dann weiß ich gar nicht, was hier gut ist. Wahrscheinlich trotzdem GA. Oh, half HP Envy auf einer einzigen Shockblast-Kombo. Jetzt kommt Jax in die Backline rein, wird aber hochgeworfen. Wichtiges Ding von Keria. Toller P von Keria. Richtig MVP-Move gerade. Darauf kommt eine fette Bullet-Time reingesegelt. Ohne lebt auf einem Spiel. Jetzt Faker setzt die Ult leider wieder ins Nichts. Aber der Kill ist trotzdem für T1 gewiss. Dennoch sehr, sehr knapp. Auch Owner mit einem einzigen HP-Punkt überlebt. Weil sie jetzt dank seiner Warmox wieder hoch und darf wieder voll HP werden. Nährstoff aber an 10 aus, heißt, wir werden die Basis hier nicht auf Mitte aufbrechen. Botland muss reichen. Richtig wichtiger Disengage von Keria. Wenn Keria nicht in der Luft Jax quasi cancelt, dann würde Jax dann 4 oder 5 Mann Stun landen. Dann wäre es ein richtiges Problem geworden. Ist das der Play hier gerade? Wir wollen jemanden snipen, aber wir wollen enden. Guys, can we end? Poppy lebt, Poppy hat Ult, wir können niemals enden. Ja, bitte nehmt einfach Midland Turrets und we don't play for Nexus, we play for Midland. We can't end. Aber sehr dominantes Game von T1. So, wenn es erwartet hätte, wenn man halt liest, T1 spielt gegen den 10. der Liga, dann sollte das Game so aussehen wie hier. Nach Nongshim hatten wir echt Angst. Vor allem, weil auch wenn Nongshim gut war. Nongshim hat auch heute gegen Damwon sehr gut ausgesehen. Wellplayed an sie, obwohl es für sie um nichts mehr geht. Spielen sie einen auf. Wahrscheinlich aber die Befreitheit, dass es keine große Implikation mehr für sie für dieses Jahr hat. Egal, wie sie spielen, sind halt raus. Aber Nongshim hat performt in diesen beiden Best of 3s. Und nächste Woche wird richtig spannend. Nächste Woche gegen Kwangdong, nächste Woche gegen Fox. Also gegen zwei Teams, die ein oder zwei Wins von T1 entfernt sind. Die können also noch T1 ein- oder überholen. Aber in 98% der Szenarien ist T1 trotzdem durch. Solange sie ein einziges Game gewinnen gegen eins von beiden Teams, sind wir weiter. Also ist noch nicht garantiert, aber sehr wahrscheinlich. Weil der Game-Count von Kwangdong nicht besser als der von T1. Kwangdong ist ja aktuell das 7. Team der Liga mit 7 Wins. T1 hat 8, Fox hat 8 und KT hat 8. Das heißt, die sind allesamt sehr vergleichbar, aber Theo wird ja gleich nach Demon hier bei 9 Wins sein zum Glück, also 4. Platz damit hinter Damwon. Und auch wenn Kwangdong alle Games gewinnen sollte und T1 alle verliert, ist halt Kwangdong trotzdem noch mit Gamecount schlechter als T1 dabei, solange T1 ein einziges Game gewinnt. Also gewinnen wir Head-to-Head, beziehungsweise halt Gamecount und sind weiter. Aber angenommen, Kwangdong gewinnt beide 2-0, wir verlieren alle 2-0, dann sind wir raus, right? Dann ist Kwangdong durch. Wenn auch noch KT gewinnt, aber KT muss nur eins gewinnen und Fox muss gewinnen und sie müssen vor allem das Game gegen T1 gewinnen. Heißt, Kwangdong muss gegen T1 gewinnen und Fox muss gegen T1 gewinnen. Wenn T1 eins von beiden gewinnt, sind wir durch. Wenn wir ein einzelnes Game gewinnen, sind wir durch. Also, das liegt auf jeden Fall in unserer Macht. Aus mindestens 4 Games müssen wir eins gewinnen, also Best of Ones. Oder aus 6 Games auch eins, wenn es halt, also auf 5 Games. Ist fein, ist fein, ist fein, ist fein. Ist fein, ist fein, ist fein, ist fein, ist fein. Schuppi fein. Das Game ist auf jeden Fall zu Ende. T1 wins these, die Minions alleine schon am Ende. Triple Kill noch für Guma Yuzi. Und der Botlane-Turm fällt an Minions. Well played, T1. Hoffentlich zurück zu alter Stärke, alter Form. Es ändert sehr an letztes Jahr. Letztes Jahr war es auch 2 Wochen vor Playoffs. Faker kam zurück. Und T1 hat sich noch für Playoffs gerade so qualifiziert. Wurde 5. Hoffentlich wiederholt sich die Geschichte. Wichtiger, wichtiger Win, Boys. GG's in den Chat. Lieben wir. War trotzdem gefühlt another day in business. Bisschen wirr. Der Yone-Performance war ein bisschen Psychopathen-Style. Auf jeden Fall COS MVP. Sehr wertvoller Win. Sehr geil, dass es funktioniert hat und damit fast Playoffs garantiert. Und dann Playoffs müsste T1 natürlich wieder performen, um zu Worlds zu fahren. Aber es gibt noch den Regional Qualifier, also es ist nicht aller Tage Abend. Wenn Playoffs scheiße laufen, gibt es noch eine zweite Chance. Also vielleicht ist es sogar mal Zeit für eine Woche Pause bei T1, dass sie aber mal entspannen können und ja, mal sehen. GG's. Wichtiger, wichtiger Win. Warum trägt T1 Masken? Weil Faker Covid hat. Yes, yes. Deswegen gibt es auch keine Handshakes oder krasse Interviews halt wegen Covid. Ist nicht disrespektvoll, haben auch letzten Freitag viele Leute gefragt, warum kein Handshake, halt wegen Covid halt.